Hallo. Ja, heute wieder live. Ich habe jetzt gar nicht so eine genaue Uhrzeit, aber es müsste eigentlich stimmen. Heute begrüße ich euch zum Neujahr, heute am ersten Tag des neuen Jahres. Und heute begrüße ich euch in meinem Garten. Ich hatte die Idee, ein Feuer zu machen, ein Neujahrsfeuer für euch. Und dann mit euch am Feuer zu trommeln. Ist jemand da? Anscheinend noch nicht. Ja gut, ich mach mal weiter. Und das war recht abenteuerlich. Hallo. Weil das Feuer wollte vorher also absolut nicht entzündet werden. Und dann habe ich mit einem Trommelbrett, was ich noch in meinem Schuppen habe, habe ich es gefächert und tatsächlich haben wir jetzt ein schönes Feuer. Und da möchte ich mit euch nachher am Feuer auch trommeln. Heute, der 1. Januar, in dem neuen Jahr, wir haben uns die letzten Tage in den Rauhnächten ja gut vorbereitet. Hallo, willkommen auf das neue Jahr. Und ich wollte das heute mit euch draußen feiern, hier in meinem Garten. Und wir sind angelangt im Monat August. Und der August steht ja für die Fülle, für die Reife, sozusagen für den Höhepunkt. Und da ist dann immer wieder die Herausforderung, nicht aufzugeben, sondern zu denken, ah, jetzt habe ich es erreicht, egal ob das jetzt eine persönliche Entwicklung ist oder in Beziehungen oder im Beruf, dann ist es oft so, dass man dann wieder loslässt, die Energie loslässt und sich wundert, warum dann auf einmal alles nicht mehr gut läuft. Und das war auch die Idee von meinem Feuer, was ich heute entzündet habe. Wie schaffe ich es immer wieder, mein inneres Feuer anzuregen, mein inneres Feuer zu entfachen, damit ich zu der Erfüllung meiner Herzenswünsche komme und damit meine Herzenswünsche in Erfüllung gehen. Und ich möchte das neue Jahr mit euch heute begrüßen. Also hier an meinem Trommelplatz. Ich habe hier unten in meinem Garten so einen Trommelplatz. Ihr seht das ja, wenn ich hier so rumlaufe. Und möchte euch mit der Hopi-Morgenmeditation begrüßen. Das ist eine sehr heilsame Meditation, die die Hopi-Indianer und die Schamanen jeden Tag durchführen, um ihren Seelenkörper immer wieder zu reinigen und sich mit den Kräften zu verbinden. Und das möchte ich heute mit euch machen, damit wir die Kräfte aller Richtungen einladen, uns dieses Jahr gut zu begleiten. Also ich bin jetzt am Ausprobieren, wo ich das hinstelle. Ich habe natürlich vorher schon getestet. Ich hoffe, das klappt alles und ihr könnt mich dann auch hören. Das heißt, diese Meditation fängt jetzt erstmal an im Stehen. Ihr schaut entweder zu oder ihr macht mit. Macht ruhig mit. Ich versuche laut zu reden, dass trotz des Feuers ihr mich hört. Jetzt stelle ich mein wunderbares iPhone so ab, dass ihr das Feuer seht und mich auch. So, ich glaube, so klappt es. Also, wir stellen uns hüftfrei auf unsere Füße. Und vielleicht wisst ihr im Moment, wo ihr steht. Das könnt ihr in jeder Wohnung machen. Auf jeden Fall in Richtung Osten beginnt diese Meditation. Und wir atmen erst einmal tief ein und tief aus. Ich hoffe, ihr versteht mich. Und wir rufen die Kräfte des Ostens, die Kraft der Heiligen Eins. Wir öffnen uns, ich schaue jetzt immer zu euch, damit ihr mich auch hört. Wir öffnen uns für die Kräfte des Ostens und bitten sie, uns auf unserem Weg zu unterstützen und zu begleiten. Die Kraft des Elementes Feuer, die männliche, die väterliche Kraft, die Kraft der Vision, der Morgen, die Geburt, der Frühling, der Anfang, der Mut, immer wieder neu anzufangen. Und wir atmen in dieser Haltung dreimal tief ein und tief aus.
Und wir beugen jetzt unseren Oberkörper zur Erde. Der Rücken ist rund, der Kopf, die Arme, Schultern hängen ganz locker runter. Und wir atmen dreimal tief ein und tief aus. Und lassen alles los, was uns noch belastet oder bedrückt. Und langsam richten wir unsere Wirbelsäule wieder auf. Und wir wenden uns zum Süden. Wir rufen die Kräfte des Südens, die Kraft der Heiligen Drei. Wir öffnen uns für die Kräfte des Südens und bitten sie, uns auf unserem Weg zu unterstützen und zu begleiten. Die Kraft des Elementes Wasser. Die Kraft der Reinigung, die Kraft der Vergebung. Der Sommer, die Fülle, die Reife. Die zarte, starke Kraft der Pflanzen. Die Kraft der Mondin, das Vertrauen. Das Vertrauen, dass das, was wir gesät und gepflanzt und gepflegt haben, zur rechten Zeit blühen und gedeihen wird. Und wir atmen dreimal tief ein und tief aus. Wir beugen den Oberkörper zur Erde. Die Knie sind durchlässig, der Rücken ist rund. Der Kopf und die Arme, Schultern hängen ganz locker runter. Und wir atmen in dieser Haltung dreimal tief ein und tief aus. Und vergeben uns alles, was wir nicht so gut getan haben oder unterlassen haben zu tun. Langsam richten wir uns wieder auf und atmen tief durch. Und wir wenden uns dem Westen zu. Wir rufen die Kräfte des Westens, die Kraft der Heiligen Zwei. Wir öffnen uns für die Kräfte des Westens. Und wir bitten sie, uns auf unserem Weg zu unterstützen und zu begleiten. Die Kraft des Elementes Erde, die weibliche, die mütterliche Kraft, die Kraft zu bewahren, die Kraft loszulassen, die Kraft zu verwandeln, der Herbst, die dunklen, beschützenden Kräfte, die Kraft der Steine, die Verbindung zu unseren Ahnen. Und wir atmen in dieser Haltung dreimal tief ein und tief aus. Wir beugen unseren Oberkörper zur Erde, die Knie sind durchlässig, der Kopf, die Arme, Schultern hängen ganz locker runter. Und wir atmen in dieser Haltung dreimal tief ein und tief aus. Und lassen alles los, was uns belastet oder bedrückt. Und langsam richten wir uns wieder auf. Die Knie bleiben durchlässig, der Kopf, die Arme, Schultern hängen ganz locker runter, bis wir uns aufgerichtet haben. Und wir atmen einmal tief durch. Und wir wenden uns dem Norden zu. Wir rufen die Kräfte des Nordens, die Kraft der Heiligen Vier. Für die Kräfte des Nordens und bitten sie, auf unserem Weg zu unterstützen und zu begleiten. Die Kraft des Elementes Luft, die Kraft des Windes, der die Krankheiten vertreibt, die Klarheit der Winter, die Kraft der Tiere, unsere Lehrer und Verbündeten, die Weisheit,
das Wissen, dass alle Weisheit in uns ist. Und wir atmen in dieser Haltung dreimal tief ein und tief aus. Wir beugen den Oberkörper zur Erde, die Knie sind durchlässig, der Kopf, die Arme, Schultern hängen ganz locker runter. Und wir atmen dreimal tief ein und tief aus und lassen alles los, was uns noch belastet oder bedrückt. Langsam richten wir uns wieder auf, die Knie bleiben durchlässig. Der Kopf, die Arme, Schultern hängen ganz locker runter, bis sich unsere Wirbelsäule aufgerichtet hat. Und ganz am Schluss richten wir unseren Kopf auf und öffnen unseren Brustkorb, damit die Lebenskraft ungehindert durch uns durchfließen kann. Und wir atmen einmal tief ein und tief aus. Und wir rufen die Kräfte des Menschen, die Kraft der Heiligen Fünf. Wir legen die Hände auf unseren Körper, wo uns jetzt Berührung und Unterstützung gut tut. Und wir gehen den Kräften des Menschen nach. Wir bitten die Kräfte des Menschen, dass sie uns auf unserem Weg unterstützen und begleiten. Die Kraft der Aufrichtung. Die Kraft Vermittlerin, Vermittler zwischen den Welten zu sein. Der sichtbaren materiellen Welt und der unsichtbaren geistigen Welt. Die Kraft unserer Gedanken. Die Kraft unserer Worte. Die Kraft bewussten Handelns. Die Kraft der heilsamen Berührung, die Kraft des Lächelns, die Kraft und die Gabe, Visionen auf die Erde zu bringen. Und wir atmen dreimal tief ein und tief aus. Wir danken den Kräften des Menschen, dass sie uns auf unserem Weg unterstützen und begleiten. Ich stelle mir jetzt was zum Sitzen hierher. Schau, dass ihr mich sehen könnt, so vielleicht. So müsste es gehen. Und das Feuer seht ihr auch. Ja, das war jetzt mal ein Versuch, aber ich hatte heute einfach das Bedürfnis, diese Meditation, euch mit dieser Meditation im Freien zu begleiten und für das neue Jahr ein Feuer zu entzünden. Und immer wieder auch an die Erinnerung, wie wir unser inneres Feuer entzünden, gerade im Monat August, wo wir so am Höhepunkt angekommen sind, wo alles in Fülle uns zur Verfügung steht. Und dass wir dann aber in dieser aufmerksamen, achtsamen Energie bleiben und weiter uns entwickeln, weiter unserer Vision, unseren Herzenswünschen, unserem Herzensweg weiterzugehen und immer wieder unser Feuer zu entzünden. Was kann ich tun, um dies zur Erfüllung zu bringen? Diesen Weg, den ich gehen möchte, das, was ich der Welt geben möchte. Und wie kann ich mich unterstützen, dass es erfüllt wird. Und das ist der August. Ja, und heute sind wir ja auch schon im ersten Monat angekommen, wo wir angefangen haben am 25. Dezember für den Januar, wenn ihr euch erinnert. Und die, die nicht dabei waren, können es sich jetzt nach jeder Zeit anschauen,
Die ganzen Aufnahmen sind in Facebook anzusehen. Und da, der Januar, das war unser Monat der Freude. Und da möchte ich euch jetzt nochmal erinnern, weil wir sind jetzt im Januar. Einfach so die Aufmerksamkeit, mal so einen Tag ganz bewusst zu schauen, was ihr macht, ob es Kochen ist, ob es Abwaschen ist, ob es einen Menschen pflegen ist oder was immer ihr tut oder am Computer eure Steuer machen oder wie auch immer, dass ihr in alles eure Freude hineinfließen lasst, dass ihr diese Kraft habt. Wir haben die geistige Kraft. Wir können es auch, Sachen, die wir vielleicht sonst nicht so gern machen, dass wir da die Freude hineingeben, trotz allem. Das ist die Kraft für den Januar und da legen wir einen guten Boden für das ganze Jahr. Und das natürlich nicht nur an einem Tag, sondern für den ganzen Januar, aber dass ihr vielleicht immer wieder mal so bewusst einen Tag einlegt, wo ihr ganz bewusst diese Qualität der Freude in alles, was ihr tut, hineingebt. Ja, und so ist mein Feuer doch noch gelungen. Also ich war wirklich 5 Minuten, bevor ich eigentlich 2 Minuten, bevor ich angefangen habe. Erst dann fing es an. Vorher war es ziemlich schwierig. Aber ich habe schon erzählt, mit meinem Trommelbrett, den ich in der Kammer, in dem Schuppen habe, habe ich dann immer gefächert und gebetet, dass bitte das Feuer entzündet wird, weil ich doch so gern heute mit euch jetzt am Feuer auch trommeln möchte. Ich lege jetzt mal noch ein Holz auf. Ja, und ich bin dann auch wieder dankbar für euer Feedback. Vielleicht habt ihr eigentlich gar nichts mitbekommen von der Meditation, ich weiß es nicht. Aber ich bin ja immer wieder eine Abenteurerin und probiere einfach aus, was mein Herz sagt. Und das war's heute. Und da wollte ich mit euch gern diese Meditation, die Hopi-Meditation, dieses neue Jahr begrüßen. Jetzt lade ich euch ein, mit mir zu trommeln. Das Feuer seht ihr gut, ja, also wunderbar. Und zwar zu trommeln für den August, für die Erfüllung unserer Herzenswünsche. Und wie ich immer wieder mein Feuer entzünde, damit mein Herzenswunsch in Erfüllung geht, damit es den Weg dieses Herzenswunsches, damit ich ihn gut vorbereite und mein Bestes tue.
setzen? So.
Und wir atmen dreimal tief ein und tief aus. Und wir öffnen dann die Augen. Ja, während jetzt ich hier getrommelt habe und in das Feuer geschaut habe, ist mir ein Titel eines Buches wieder eingefallen. Und das heißt Am Feuer der Weisheit. Und es ist von einer Schamanin, Diana Ivaho. Und dieses Buch hat mich am Anfang meines spirituellen Weges über Jahre sehr begleitet. Und wenn ich jetzt immer wieder mal reinschaue, kann ich nur sagen, es ist wunderbar geschrieben, wunderbare Botschaften. Und es ist ein sehr schöner spiritueller Weg. Ich habe sie auch selber kennengelernt, die Schamanin, eine Großmutter-Schamanin. Und ja, ich kann es euch nur empfehlen, Am Feuer der Weisheit. Es ist auch neu aufgelegt worden. Mein Buch ist schon ziemlich zerflettert und tausende Male unterstrichen. Aber es gibt es noch. Ja, am Himmel geschehen noch Zeichen und Wunder. Das ist ein Satz von Friedrich Schiller. Und das wünsche ich uns für das neue Jahr. Dass wir immer wieder offen sind für die kleinen und großen Wunder, die am Himmel geschehen und die wir auf der Erde erleben dürfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und noch mit diesem Gedanken, dem Leitstern Erfüllung für den August. Bis morgen. Und ich bin wieder dankbar für ein Feedback. Ich bin gespannt, wie das jetzt alles angekommen ist, meine Meditation. Und ja, es ist immer wieder mal was Neues auszuprobieren. Wie auch immer. Das Feuer auf jeden Fall war wunderbar. Ich danke euch von Herzen. Bis morgen. Nochmal ein Blick in das schöne Feuer.